Okay, du und ich, Fliss. Hä? Toll. Bestimmt, weil du so viele gegessen hast vorher. Ja, sicher, hab ich. Voll abgestürzt. Plötzlich sind wir im Unterdeck. Toll. Halt die Luft an. Was machen wir jetzt? Echt? Hätte ich sagen können, ja. Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ich warte hier beim Funkgerät. Hey. Hier lang. Hier lang. Ich will nicht. Geh vor. Du bist der Captain, hast du gesagt. Der Captain geht immer vor. Wie der untere Bereich des Schiffs. Deswegen sind wir auch im Unterdeck. Hier waren wir schon mal drinne. Also hier bist du. Bericht der Schiffarzt von X für das Treffen. Ja, ganz am Anfang. Sind sie doch die gleichen Briefe wie vom Anfang? Ja. Zehn Tage Haft bewilligt, okay. Mein Tresor, das war noch nicht auf. Gucken wir uns den Brief mal nochmal an. Vielleicht zählt der jetzt irgendwie als Hinweis oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde eher Nein sagen, weil das sind ja so hin und her gehen. Wenn wir jetzt hier ein paar Meter weiter gehen, dann müssen wir eigentlich bei dem Arztding ankommen. Wir wären längst bei Minutentakt. Notiert. Auf der Rechnung. Oh, hier. Hallo. Komm. Genau, hier bin ich aufgewacht. Mhm. Aber den Brief konnte ich da nicht lesen. Der Sohn von jemand an Bord gewesen sein. Aber klarer Fall von PTPS. Mhm. Public Test Beta Syndrom wahrscheinlich. Wow. Oh Mann. Und der hatte den Schlüssel fallen gelassen von meinem Schloss, dass ich hier überhaupt rauskomme. Ja, genau. Das hatte ich beim alleine noch gesehen. Ja, wieso konntest du. Ah, jetzt ja. An Papa, komm bald zurück. Okay, da komme ich nicht lang. Ja. Sind da durch, wa? Ja. Oder Lichtwert unten. Kann ich nicht
Alter. Lauf doch die 3 Meter. Achso, das ist die Leiter nach unten. Wow. Also die Steuerung ist manchmal echt, ne? Schau, ja. Da unten. Schau da unten. Ist wohl der Maschinenraum. Ja, stimmt. Gehen wir runter. Shit! Keine Leiter mehr. Ich kann mich hier fallen lassen. Hey! Ja? Bist du okay? Ja, klar. Komm runter. Ah, immer barfuß, Alter. Du musst auch richtig ziehen, wenn du denn auf so einen scheiß... Fuck! Gitterrost springst, wollte ich sagen. Hast du das nicht gesehen? Hast du das nicht gesehen? Nö. Klar. Okay. Natürlich. Bei mir ist da so ein Gestein vorbeigerannt. Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Das Schiff hatte Mandschurei-Gold an Bord. Das war in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Es war instabil und trat auf dem Schiff aus. Ob es noch hier ist? Dieselbe Wirkung auf uns hat? Paranoia, Halluzinationen. Genau das sollte das Zeug auslösen. Die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Oh, die Offiziere dachten, dass die GI sich nur vor dem Wachdienst drücken wollten. Nichts von diesem ganzen Scheiß ist real. Nichts davon ist wirklich hier. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich weiß nicht, vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und nur eine Theorie. Wow. Okay, dann mal weiter. Bilden wir uns alles plus ein? Wenn das nächste Monster kommt, dann boxe ich trotzdem um, ne? Mhm. Ein Hinweis. Engine. Rotterdam, Niederlande. Dieselmotor. Geht's immer weiter? Der Gang ist noch ganz schön lang hier. Und hier tickt es doch, hier sind so lauter Sicherungen, also ich würde doch noch mal da vorne in die Tür hingucken, wenn es geht. Mhm. Würde hier einfach mal so ein paar Rädchen drehen, wenn ich in Wirklichkeit da wäre. Gut, wenn ich in Wirklichkeit schon da wäre, dann wäre ich schon wahrscheinlich tot, aber... Doch, hier kann man auch noch mal gucken. Ah, hier ist noch mal ein Buch. Oder irgendwie so ein, ja, Protokoll. Halbe Kraft voraus bestätigt, Motordrehzahl angepasst. Standard voraus bestätigt, Motor auf. Will die Jay selber nochmal lesen. Mhm. Steht da so ganz bugnimi und hält nur ihre Hand dahin. Ja, das war tatsächlich in der Ecke hier. Einfach nur der Buch da. Da gab es nicht irgendwie einen Knopf, wo man schneller läuft? Ja, was wisst ihr denn, ob man sich nicht eventuell noch irgendwelche Zahlen oder so? Ja. Ja. So, volle Kraft voraus und so. Hier steht das Schiff da vor Anker. Oh.
Hä? Man kann da blättern? Ja. Oh, ich habe noch nie in so einem Buch geblättert. Scheiße, dann habe ich wahrscheinlich so schon voll die Hinweise und so verpasst. Hey, es läuft noch. Ich war nicht wundern, dass der Strom dort ausfällt. Das Ding funktioniert kaum. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Nee, mach ich nicht. Was ist denn hier hinten an der Tür? Soll ich machen? Ich wollte hier mal kurz. Geh mal hier nochmal schnell in den Raum. Oh, Tauchausrüstung. Schau mal. Ja, mach einfach jetzt. Das Kreislaufgerät. Oder? Kannst du nicht mehr. Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das hält uns doch nur auf. Und? Das Ding kommt mit. Bei dem Wasser ist es bestimmt nützlich. Ah, okay. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alles, was du sagst, ist scheiße! Ferme ta gueule de merde! Also halt dein verdammtes Maul! Aber jetzt haben wir den Hebel nicht gezogen. Verdammte Kacke. Also der war ja runter. Ja, aber mussten wir den nicht bestätigen und hochmachen oder so? Weiß ich nicht. Ich hab Mach angeklickt, konnte man hoch, runter machen, aber da hab ich den Plan dabei. Achso, du hast ihn also gezogen quasi einmal? Ja, ja, ich hab versucht dann irgendwie hoch und runter zu machen, zweimal, aber jetzt meine ich dann in die Szene schon weiter. Schon gern besser wäre, wenn wir das nicht weggemacht hätten. Was, wenn wir jetzt nicht S gedrückt hätten? Ja, wenn das nicht so funktioniert hätte. Mein Gott. Die Überreste sind giftig. Teil. Wir brauchen ein Teil. Wir haben ein Teil nicht eingesammelt oder hat er das mitgenommen? Was denn? Na, ein Teil, was wir für das Boot brauchen. Weiß ich nicht. Das lag doch da auf dem Tisch. Oh, ne, er hat das in der Hand. Okay. Ich werde euch finden. Ich hatte der kleinen Scheiße. Ansehen und Rennen, aber... Das muss doch wohl genug für alle da sein. Mehr als genug. Die hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Wenn ich das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier. Nein! Ich hab einmal zu viel gemacht. Nein, Jay! Wie stabil glaubst du ist die Tür? Das wollte ich dich gerade fragen.
von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Ah, das ist der Typ, der erschossen wurde. In der Vision. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Er sagte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Wow, hör mal, hör gut zu. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg, verstehst du? Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleibt weg! Bleibt weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Welcher Dunst, Mann? Du hast ihn gesehen! Er ist überall! Gelb wabert überall hin! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Komm erst mal runter! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Hör zu, ich habe das komische Zeug nicht eingeatmet, okay? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay. Gut, da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Ja, easy. Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott. Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Nein, Mann, da ist kein Dunst in dir, ich sehe das. Schluss! Lügt nicht! Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle, der Dunst ist in mir! Ich von innen auf! Hey, halt, tu's nicht! Oh. Oh mein Gott! Mist. Vision erfüllt. Ja, eher als wir. Fuck! Man hätte nach der Waffe greifen können, aber dann, glaube ich, hätte er uns erschossen. Oder einen von uns. Ich hätte schon zweimal so sagen können, der soll die Waffe wegstecken und so ein Scheiß. Hm. War lieber beruhigend. Da ist kein Dunst. Wir haben den nicht eingeatmet. Na, fantastisch. Hä? Wer ist da eben hinterhergerannt? Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Ich glaube, die wird nach einer Blutvergiftung oder so sterben. Hä? Julia. Jetzt sehe ich erst Julia. Leute?
Hä, wieso rennst du bist du eben schon mit Julia rumgerannt? Nee, bin ich nicht. Das war alles alleine. Hä? Die Szene, die du jetzt erst siehst, habe ich zuerst gesehen. Ja, das könnte sein, dass die irgendwie eine Blutvergiftung hat oder so. Überhaupt in die Richtung laufen. Toll. Erstmal professionell in die falsche Richtung gelaufen. Das kann er. Jetzt läuft er weiter. Und am besten, wenn es geht, ein bisschen schneller. Hopp, hopp. Wenn Jill wieder ihr Ziel erreicht hat, dann... Vorhin, sie sollte am Funkgerät warten. Oh. Ja, ne? Und jetzt ist sie wieder komplett woanders, ey. Erstmal in die Tür hingucken. Nee, wir testen erst die Tür, ob die offen ist. Die ist bestimmt sowieso zu. Na, halt mir doch gedacht. Ich glaube, ich werde hier noch trinken. Achte Zimmer. Will mich nicht erinnern. Oh Gott, hoffentlich sind alle okay. Das ist doch nicht das Zimmer. Ich dachte, das ist ein anderes Zimmer, wo da vorhin das Bild war. Oh, da ist ein Bild. Da ist jemand von der Dachkante abgerutscht und runtergefallen oder hat Selbstmord gemacht oder so. Okay. Und jemand stand unten am Haus. Oh mein Gott. Nein, Mann! Ich wollte mir gerade am Kopf kratzen! Meins! Nein! Ich glaube, wir sollten da aus dem Wasser raus.
Ich glaube, das war zu früh. Ich kann das schon noch nicht wissen, du bist nicht dabei. Julia! Der hat mich getötet. Ist er tot, ja? Ja. keine Blutvergiftung. Ich habe noch extra gewartet, um ihn fortzumachen.